Hallo zusammen, hier ist wieder euer Götti und es ist mal ganz entspannt, das Ganze von hier aus zu machen. Heute gibt es nämlich ein Video, das recht rar geworden ist und manche von euch da draußen sich gewünscht haben, andere von euch da draußen sowieso schon immer hassen, wenn ich so etwas mache. Und zwar ein Reaction-Video. Dennoch, keine Sorge, es wird nicht zu gang und gäbe sein, dass ich jetzt hier einen auf Reaction-YouTuber mache. Das wissen die meisten auch da draußen, doch hin und wieder mag ich es und liebe es, wenn ein Diskurs entsteht in diesem Bereich, in Fitness-YouTube, wie auch im wissenschaftlichen Bereich, denn ein gepflegter Diskurs ist genau das, was so einen Bereich belebt. Gepflegt! Das heißt, ja, ich werde etwas polemischer sein, das ist meine Art und das mag ich auch und ich glaube, das ist auch ganz unterhaltsam, aber ich werde niemals beleidigend sein. Das ist schon mal hier ein wenig vorweggenommen, der Disclaimer, der später noch folgt. Kein Video von Götti ohne Prolog. Aber bitte achtet mal darauf, ich beleidige nicht. Selbst wenn die Person, die diese Kritik, die polemische Kritik hört, beleidigt ist, heißt das nicht, dass ich beleidigend bin. Bitte das schon mal zu unterscheiden. Grundsätzlich, ich werde heute auf Coach Steph reagieren, auf ein Video, das er gemacht hat, wo er ein wenig Kritik äußert an die ganze Szene und eine Art Weckruf von sich aus mal bringt. Das Video nennt sich, was mich an der Fitnessszene ankotzt. Und jetzt werde ich euch erzählen, was mich an seiner Meinung ankotzt. Ihr seht, es wird schon polemisch und deswegen jetzt direkt zum Disclaimer. Nein, ich werde nicht das ganze Video nur deswegen machen, weil ich mich versuche hochzuziehen an den Abonnenten von irgendjemandem, der wirklich groß in dem Bereich ist und das ist Coach Steph, ja. Es gibt so viele da draußen, sobald ich ein Reaction-Video mache und eigentlich dürfte ich mich das schon gar nicht mehr trauen, die direkt die Abozahlen vergleichen und denken, ah, schon wieder einer, der Name-Dropping macht. Die Leute da draußen, die schon mehr Videos von mir gesehen haben und mich schon mittlerweile kennen, die wissen, dass ich das nicht tue. Dass ich nicht nach dem allgemeinen Konsens auf YouTube gehe, dass ich da regelrecht drauf und dass ich trotzdem manchmal natürlich gerne auf irgendwas reagiere, wo mir etwas zu einfällt. Und wenn das dann jemand ist, der mehr Abonnenten hat, wie ein Sascha Huber, seht das Video von ihm, dann kommen die Leute und werfen einem vor, es wäre ja nur Neid, weil der andere hat ja mehr Abonnenten. Im Umkehrschluss hieße das, ich darf mich niemals über einen Sachverhalt äußern, über eine Kritik, über irgendetwas, was jemand gesagt hat, der mehr Abonnenten hat. Wollt ihr in so einer Welt leben? Das würde auch heißen, dass ihr Politiker eigentlich niemals kritisieren dürft, denn die würden sagen, hey, wir haben mehr Follower, uns kennen mehr Leute oder wir haben einen größeren Gehaltscheck, also halt die Klappe. Das mache ich natürlich nicht und ich werde es auch nicht allzu häufig machen. Dennoch, manche von euch haben es vermisst und jetzt, nach diesem Disclaimer, möchte ich ganz gerne direkt ins Video einsteigen. Also, das Video ist unten nochmal verlinkt, das könnt ihr euch natürlich auch ganz angucken. Wir gucken es jetzt hier mal einfach zusammen, schauen da mal rein und dann mal sehen, was mich denn daran so ankotzt. Hey Leute, Coach Steph hier und heute soll es darum gehen, was mich aktuell an der ganzen Fitnessszene so ein bisschen stört. Und ich sag euch, wie es ist das Training für Training. Man merkt, er ist von Anfang an recht emotional. Jetzt kann man das authentisch nennen, ist es vielleicht, vielleicht ist es das auch nicht. Ich wirke hier ganz authentisch. Ja, ich glaube, er hat das aus einer Emotion rausgemacht, das, was ihm gerade übergekocht ist. Und hat, das muss ich schon mal vorwegnehmen, glaube ich, recht wenig darüber nachgedacht. Es war eine Emotion, vielleicht hat er auch gerade ein richtiges Beispiel gehabt, wo ich ihm zustimmen würde. Aber man sieht schon an seiner Haltung, hey Leute, also hier Coach Steph und jetzt muss ich mal, er nimmt gar nicht richtig Augenkontakt auf und er grummelt schon so ein bisschen in sich. Insofern ist das vielleicht auch schon etwas entschuldigend. Er hat ihn irgendwas hier gefressen und das merkt man von Anfang an. Und naja, jetzt kommen wir mal dazu was. Trainiert, damit man besser wird, mehr Gewicht schafft, mehr Wiederholungen schafft, um dann im nächsten Training wieder zu steigern, wieder Progression zu haben und dann wieder eine neue Übung macht oder wieder mehr Gewicht macht und wieder. We talking about practice, not a game, not a game, not a game, not the game that I go out there and die for and play every game like it's my last, not the game. We talking about practice, man. Also man trainiert. Das Zitat, das er hier bringt, ist von Allen Iverson, einem professionellen Basketballspieler und einer der besten aller Zeiten. Und der hat es mit dem Training nicht immer ganz so ernst genommen. Das heißt, das Training in der NBA, was dann stattfand, hat das mal verschlammt. Aber beim Spiel war er einfach wahnsinnig gut. Und hier ist schon der erste Fehler, wenn er dieses Zitat bringt. Allen Iverson redet hier von Üben. Das heißt, dieses Instandhaltungstraining, das Üben von Systemen, von seiner Fitness, von allem Möglichen, damit man dann anschließend im Spiel das Beste geben kann. Aber hier ist bereits schon ein leichtes Problem, denn das Training im Bodybuilding ist bereits schon, und dazu kommen wir später auch noch, Bestandteil des Ziels, weil wir ja mit jeder Trainingseinheit akkumuliert
zu einem Ziel kommen. Das ist für Allen Iverson hier nicht mehr der Fall. Denn Allen Iverson, dem müsste man vorweggreifen und sagen, okay, wenn du ab deinem 4., 5., 6. Lebensjahr nicht mehr Basketball gespielt hättest, nicht geübt hättest jeden Tag, dann wärst du auch nicht da. Das heißt, eigentlich müssten wir hier dieses Training nehmen, das er am Anfang hatte, als er Basketball das erste Mal angefasst hat. Und ja, da war es wichtig, jeden Tag zu trainieren, damit er da hinkommt, überhaupt in der NBA spielen zu können. Aber deswegen ist das hier ein total verschobenes und falsches Beispiel. Trainieren. Und was ich mich dabei frage, ist, für was trainierst du? Ich sehe es halt ein bisschen so. Früher hast du Fußballtraining gehabt und dann hattest du am Ende der Woche ein Spiel. Und da hat sich dann gezeigt, ob dein Training gut ist, ob du vorbereitet bist, ob du die Leistung auch tatsächlich abrufen kannst, die du im Training ja immer wieder übst. So ist es auch im Kampfsport und in der Leichtathletik. Man macht eine Sache immer wieder, damit man sie so optimiert hat, damit es dann an Tag X, wenn dann der Wettkampf, der Kampf, der Sprint, das Turnier, der Gegner kommt, ob man dann auch bereit ist, die Performance zu liefern. Das ist ja so für mich, wo Training eigentlich herkommt. Und das Na gut, dass es für ihn so ist, wo Training eigentlich herkommt. Damit hat er auch recht, obwohl er hier wieder mit den Wörtern so ein bisschen durcheinander kommt. Weil manche mögen es auch einfach, Sport zu machen. Was ist, wenn ich zum Beispiel Basketball spiele? Aber ist es wirklich so wichtig? Ja, da habe ich immer direkt einen Gegner. Aber was ist, wenn ich nicht das Ganze mache, nur auf dem freien Feld draußen, aber nicht für einen Verein? Also keinen offiziellen Sieg davon trage, keinen Pokal hinterher eifere, sondern einfach Spaß am Spiel habe. Dann würde man natürlich auch Spaß am Bodybuilding gehen. Aber auch hier ist immer noch das Problem, dass Bodybuilding anders aufgebaut ist. Denn hier muss ich Tag für Tag und Einheit für Einheit etwas sammeln, um ein Ziel zu erreichen. Und er tut so, als würde man nur trainieren für Training, während die anderen ein Ziel haben. Im Bodybuilding hast du das gleiche Ziel. Du hast vielleicht mehr Gewicht nehmen irgendwann, ein bestimmtes Ziel, eine Marke zu erreichen. Oder, wie die meisten von uns, Bodybuilding, die Optik. Ich möchte eine bestimmte Optik erreichen, ob es abnehmen ist, zunehmen ist oder sonst was. Ist eine Perfektion, wie ich aussehen möchte. Oder eben auch bestimmte Leistungen abrufen können irgendwann. Und so ist es ein Wunschkörper zu erreichen, eigentlich die Akkumulierung jeder einzelnen Einheit, wo ich dann hinstrebe. Genauso wie ein Fußballer, der erstmal Fußball lernen muss. Vom ersten Kicken an bis hin zu dem ersten richtigen Spiel und seiner Perfektion dahin, musste er dafür üben. Und bis dahin hat er es noch nicht verfolgt, ein Turnier teilzunehmen, sondern besser zu werden. Das tut ein Bodybuilder soweit auch. Es ist ähnlich wie beim Geldverdienen. Wenn ich zum Beispiel für etwas spare, eine Summe X haben möchte, muss ich jeden Tag Geld verdienen. Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen. Alles kommt zusammen und dann habe ich irgendwann Summe X erreicht. Geht halt vollkommen verloren. Ist auch so der Grund, warum ich auf YouTube ja mittlerweile Challenge nach Challenge mache. 100.000 Schritte an einem Tag. 4x4x48 Challenge. Wir tun hier mit Randy und Edu uns gegeneinander battlen. Kann ich einen Handstand? Ich suche mir immer wieder ein neues Ziel, auf das ich hintrainiere und dann... Oh Mann, jetzt stürzt er noch ein wenig weiter ab, denn jetzt mal ganz ehrlich, vorher versucht er das sehr anspruchsvoll zu halten, welche Ziele ein solcher Fußballer hat oder ein Turner hat oder sonst irgendetwas. Und jetzt nennt er hier seinen YouTube-Quatsch, ich mache 100.000 Schritte, das ist gut für ein Thumbnail. Ganz ehrlich, wozu braucht man 100.000 Schritte? Alleine die Zahl. Geh viel, mach das, genieß die Natur, genieß das Leben. 100.000 Schritte zählen wirklich? Das hat er für YouTube gemacht, das ist ein YouTube-Video. Oder, Coach, möchtest du mir wirklich erzählen, Coach ist, glaube ich, dein Vorname, oder? Dass du 100.000 Schritte machst, um 100.000 Schritte machen zu können. Ist das eine Lebensmarke? Ist das ein anspruchsvolles Ziel? Oder ein 4x4x48? Also, wenn das nicht mal ein sinnloses Challenge ist, das sind irgendwelche zusammengewürfelten Zahlen, die mal wieder irgendwie etwas ergeben sollen, aber... Macht er das für einen Wettkampf? Gibt es den 4x4x48 Wettkampf? Und selbst dann ist das wirklich ein Ziel, diesen Wettkampf mitzumachen. Und macht er das, um es immer zu können? Also ich frage mich hier, was das für Ziele sein soll, wenn er sich mit Freunden challenged oder diese komischen Zahlen erreicht. Und das soll dann besser sein als Optik? Gucken, bin ich fit genug? Ist mein Training, mein aktuelles Fitnesslevel, so wie es da ist, was ist das tatsächlich wert? When you come in the ring. Was ist mein aktuelles Fitnesslevel wert? 100.000 Schritte machen. And you see me play? You see me play, don't you? You see me give everything I got, right?
But we talking about practice right now. Ich suche halt die Herausforderung, um mir selbst und meinem Training zu beweisen, dass es gut ist, was wir auch gerade machen. Oder ob es einfach nur ein Hamsterrad ist, in dem wir uns ständig im Kreis drehen. Ich verstehe auch, dass viele Leute optische Ziele haben, wie Muskelaufbau, Fettabbau, ich will besser aussehen, ich will abnehmen, damit ich irgendwie Frauen bekomme oder Respekt bekomme oder aus welchem Grund auch immer. Ja, war ich auch, habe ich auch durch. Und lasst euch sagen, irgendwann ist es der Kack egal, weil es ist ein dummes Ziel. Lasst euch sagen, irgendwann ist das Kack egal, denn es ist ein dummes Ziel. Das ist ganz wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten, dass er hier ganz objektiv sagt, nicht für mich ist das nicht das richtige Ziel, ich mag was anderes, du magst Basketball, ich mag Fußball, sondern lasst es euch sagen, hab ich durch, ich bin jetzt weiser, ich bin auf einer höheren Stufe, das ist ein dummes Ziel. Optik. Ich nenne es mal anders, nicht Frauen bekommen, das ist immer so verächtlich oder so etwas, oder Männer abbekommen, wenn man es mal für die andere Seite macht, sondern nur fürs Äußere, das ist ja oberflächlich. Aber sich 365 Tage im Jahr selbst zu gefallen, ist das oberflächlich? Du hast hier ein rotes Jordan-Shirt an, Coach, und du hast Tattoos auf deinen Armen. Wenn das nicht für die Optik ist, wofür dann? Warum lässt du nicht von Mami einfach dir irgendein blaues No-Name-Shirt geben? Du hast aber das rote Shirt. Ich kann mir vorstellen, dass dir das gefällt, oder? Und die Tattoos, sind die irgendwie so auf deinem Arm gelandet? Oder ist das nicht für die Optik, das ist für dich selbst? Und jetzt mal bitte ganz ehrlich, die Optik, also sich selbst 365 Tage gut zu gefallen, auch anderen zu gefallen, sich gut anzuziehen, einen gepflegten Eindruck zu machen, sich die Haare zu machen, den Bart zu stützen oder sich Tattoos machen zu lassen oder auch Bodybuilding zu machen, um den schönen, ansehnlichen Körper zu haben, ist also ein weniger anspruchsvolles und dummes Ziel als 100.000 Schritte zu machen oder sich mit ein paar Dudes zu betteln, wie lange man auf den Händen stehen kann, was übrigens nicht gut für die Handgelenke ist, oder ein 4x4x48-Challenge zu machen? Ernst jetzt? Muss ich dazu noch was sagen, argumentativ, oder fällt es gerade selbst auf? It's important. I do. I honestly do. But we're talking about practice, man. I mean, how silly is that? Man, we're talking about practice. Weil ein Zustand, deine Muskeln, die gehen auch wieder weg, wenn du es nicht mehr machst. Und dein Fettabbau, der geht auch wieder weg, wenn du es nicht mehr machst. Aber das ist interessant. Tolles Argument. Also die Muskeln gehen weg, wenn man es nicht mehr macht. Wenn du kein Konditionstraining mehr machst, behältst du denn dann die Kondition für immer, für den Rest deines Lebens? Eigentlich auch nicht. Und wenn ein Fußballer aufhört, Fußball zu spielen und ein Basketballer aufhört, Basketball zu spielen, kann er dann immer noch gut Basketball spielen danach? Nicht mehr auf dem gleichen Level, ja, er wird es noch können, aber genauso wie ein Bodybuilder irgendwann natürlich trotzdem noch kräftiger bleibt, wenn er 10 Jahre Bodybuilding gemacht hat. Aber das ist hier ein Argument. Und kriegst du den 4x4x48-Challenge noch hin, wenn du nicht mehr dafür übst und kein Konditionstraining mehr machst und nichts anderes mehr? Echt jetzt? Halt mal irgendwas geschafft hast, eine Challenge, das kann dir halt keiner mehr nehmen. Ja, aber du kannst niemals deine perfekte Form einfrieren. Die ist immer mal besser, mal schlechter. Dein Training. So, ein Challenge geschafft zu haben, kann ein keiner mehr nehmen. Auch hier kommt er wieder komplett durcheinander. Ich weiß nicht, ob er vergessen hat, den Booster vor dem Training zu nehmen, aber eigentlich kann ein Bodybuilder das ja auch niemand mehr nehmen, wenn man einmal eine Form erreicht hat. Und selbst wenn es für einen selbst ist und man keine absurden Wettkämpfe mitmacht, sondern wenn man einmal zeigen kann, auf dem Foto, auf dem Video, guck hier, mit viel Disziplin habe ich es geschafft, über 5 Jahre einen Körper zu bekommen, wie man ihn sonst nur bei Men's Health Cover Model sieht. Das habe ich geschafft. Darauf habe ich hingearbeitet mit Diät, mit Muskelaufbautraining, mit Konditionstraining und so weiter, mit der richtigen Ernährung, und das habe ich geschafft. Man macht das Foto und hat da genauso seine Trophäe. Und jetzt will mir irgendjemand erzählen, die Trophäe, den 4x4x48-Challenge geschafft zu haben oder die Zahl 100.000 Schritte, ist wertvoller als dieses Ziel? Ich sage auch nicht, dass das andere wertvoller ist, aber er tut so, als wäre das selbstverständlich. Selbst, und jetzt gehe ich mal ganz in die provokant philosophische Ecke, selbst wenn ich eine Fußballweltmeisterschaft gewonnen habe und den Pokal, das ist etwas, was die Gesellschaft viel mehr anerkannt. Das haben ganz viele Fans, beobachten das, und das ist ein offizieller Pokal. Aber ist es wirklich, wenn wir darüber nachdenken, eine bessere Errungenschaft im Leben, als seine Optik erreicht zu haben oder glücklich zu sein oder einen schönen Spaziergang gemacht zu haben? Eigentlich nicht. Wenn ihr dazu ein extra Video wollt mit dem Philosophen Gotti, kriegt ihr das natürlich gerne. Status ist immer mal besser, mal schlechter. Aber wenn du halt eine Gürtelprüfung bestanden hast oder ein Fußballturnier gewonnen hast und deine Medaille, deinen Pokal hast oder irgendwas erreicht hast, wo du stolz drauf sein kannst, dass du daraufhin dich vorbereitet hast, trainiert hast und... So, der Bodybuilder kann also nicht stolz darauf sein, mal das erreicht zu haben, obwohl da viel mehr Trainingseinheiten zu gehören, als 100.000 Schritte zu schaffen.
Basses auch performt und die Leistung abgerufen. Das nimmt dir halt so ein bisschen keiner weg. Und ich finde, das ist für mich persönlich, jetzt hier rein subjektiv, viel mehr wert, als wenn ich einfach nur sage, ja, den Sommer war ich mal gut in Form. Jetzt sagt er für mich persönlich rein subjektiv, aber ich glaube, ihr habt schon gemerkt, alles an diesem Video spricht nicht dafür, dass er das auch wirklich meint. Weder seine Laune noch seine barschen Worte zuvor, ganz ehrlich, das Ziel ist einfach dumm und auch die Worte danach nicht. Er versucht es hier nur ein bisschen abzumildern, aber eigentlich gibt er euch seine absolute Geringschätzung dafür. Und ja, ich bin stärker als gestern. But we talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We talking about practice, man. We talking about practice. Tja, und immer mal wieder Allen Iverson hier zu nennen, macht es natürlich auch nicht besser, aber es zeigt auch seine Haltung so ein wenig und macht das Ganze so ein bisschen lächerlich, was ihr da draußen tut. We ain't talking about the game. We talking about practice, man. Klar, gibt auch immer die Leute, die sagen, es geht auch um Gesundheit, um Körperpflege, damit man lange lebt. Das, ja, wen willst du verarschen? Also jetzt mal ganz ehrlich, geh mal hier vor Smart Gym, frag mal, ob sie wegen Gesundheit trainieren. Oder geh ins McFit und frag mal im Bereich, trainierst du, um gesund zu sein? Ja, irgendwie, da geht es in erster Linie um Aussehen, um Muskelaufbau, um Pumpen. Aber Gesundheit ist so dritter, vierter Grund irgendwo da hinten. Aber das ist nicht der Grund, warum die meisten Leute trainieren. Es ist so. Es ist im Alter vielleicht wichtiger, da legt man dann mehr Wert auf sowas. Ist auch vollkommen in Ordnung, ich achte auch auf meine Gesundheit. Aber es ist doch nicht der primäre Grund, warum ich ins Training gehe und mich steigere und Progression habe, um mehr Gewicht zu beschaffen, weil ich an meine Gesundheit denke. Ganz im Gegenteil. Bei so einer Challenge oder einem Wettkampf oder allgemein Leistungssport, da geht es ja um Leistung. Da geht es nicht um Gesundheit. Das ist da kein Faktor. Na gut, jetzt verläuft er sich wieder so ein bisschen. Jetzt geht er mehr auf diesen irrtümlichen Gesundheitsfaktor ein, den viele vielleicht vorschieben. Ich kenne gar nicht so viele, die wirklich Pumper sind und sagen, ich mache das für die Gesundheit. Und selbst wenn man die kennt, dann heißt das ja noch lange nicht, dass er deswegen gerade hier so sauer ist in dem Video, weil ursprünglich hatte er mal einen anderen Grund genannt, das Training des Trainings willen und nicht, dass die Leute sich etwas vormachen. Und jetzt verrennt er sich ein wenig da drin, denn ja, ich meine, da würde ich ja dazu stimmen. Jeder, der sich etwas vormacht, was er eigentlich nicht will, oder eigentlich nicht meint, der könnte einen aufregen. Und wenn jemand, was weiß ich, Kinder kriegt, obwohl er vielleicht eigentlich keine Kinder will oder umgekehrt, und wenn jemand einen Job macht, den er aber eigentlich nicht machen will, das ist ja in jeder Sache der Fall. Aber es ist ein komplett anderes Thema, anderes Video. Tut mir leid, am Thema vorbei. Noch nie der Faktor. Es geht darum, schaffe ich es oder nicht. Eins oder null. Mal ganz binär gedacht. Ob man da gesund rauskommt oder danach erstmal eine Woche Pause braucht, ist halt so, aber wir machen uns nichts vor. Wir nehmen nicht Gesundheit als Grund, um zu rechtfertigen, was wir tun, sondern wir wissen ganz klar, was wir tun. Und diese Klarheit, das ist das, was ich eigentlich haben will. Warum trainierst du? Sei dir klar. Ich wüsste zu gern mal, ob du jemals, Coach Steph, ein 100.000-Schritt-Challenge gemacht hättest, wenn du kein YouTuber wärst und ein YouTube-Video daraus machen würdest. Ich persönlich glaube, nein. Aber Optik, Gesundheit, Challenge, Respekt. Mädels, sei dir einfach klar darüber, warum du trainierst. Und das ist das, was mich so anpisst. Natürlich. Sei dir einfach klar darüber, warum du trainierst. Und das ist das, was mich anpisst. Dass wir uns nicht darüber klar sind. Also geht es jetzt doch um die Klarheit und das Verschobene oder nicht? Also ich habe das Gefühl, jetzt ist er hier völlig konfus. Spricht das Video jetzt nicht jeden Einzelnen da draußen an, manche betrifft es auch gar nicht. Mir geht es tatsächlich um die Leute, die fünfmal die Woche, sechsmal die Woche ins Fitnessstudio rennen, dort eine Stunde pumpen und im Endeffekt, warum? Also machst du dir Gedanken darüber? Das solltest du dir tun. Um die Leute geht es mir, die einfach irgendwas machen, um besser zu werden, Kalorien tracken, sich einen Stress machen, ihren Freunden absagen, weil sie einen Ernährungsplan einhalten müssen. Um die, warum macht ihr das? Um besser auszusehen? Ehrlich? Ehrlich? Nur das Aussehen? Wirklich nur das Aussehen? Ich hätte ihn gerne in meinem Tattoo-Studio erwischt. Wirklich? Nur das Aussehen? Nur damit du da mal gefährlich, was ist das hier, einen Löwen drauf hast? Ich jetzt? Gesünder zu sein? Wirklich? Was ist eigentlich das Ziel eures Trainings? Für die Leute, für die mache ich das Video. Und ich hoffe, dass sie es auch sehen. Alright. Alright. Also, lassen wir uns doch alle eine Palme auf die Schulter tätowieren. Aber nicht für das Äußere, sondern nur für uns. Das würden wir auch machen, wenn wir auf einer einsamen Insel leben. Ja, also Coach Steph, ich kann mich so gar nicht deinen Worten anschließen. Und jetzt kommt meine Behauptung, und das ist ein Kompliment für alle da draußen, die sehr kritisch lauschen, was ich hier so von mir gebe. Wenn ich jetzt sage, dass ich dir nicht abkaufe, dass wenn du dich nochmal besinnst, dass wirklich glaubst, was du da gesagt hast, in diesem barschen Moment, dann ist das eigentlich ein Kompliment, weil ich dir mehr zutraue. Ich kenne Coach Steph nicht besonders, aber ich traue ihm mehr zu als das. Und ich glaube,
Wenn er, auch wenn ich sehr frech bin in diesem Video, wenn er trotzdem mal 3 Schritte zurückgeht, USA, das ist ein Ziel im Leben, Ruhe zu haben und das ertragen zu können. Und selbst diesen frechen Typen und seine furchtbare Stimme zu ertragen, aber über die Kritik dahinter mal nachzudenken, ich glaube, er würde mir sogar zustimmen. Ich glaube, er würde sagen, shit, da habe ich mich verrannt. Denn das ist ganz logisch. Also, mein Appell wäre, lass das philosophieren, den Philosophen, und kümmere dich lieber wieder etwas mehr um Kampfsport oder sonst irgendetwas oder um deinen nächsten 120.000 Schritte Challenge. Das ist doch meine Marke im Leben. So, jetzt könnt ihr euch beschweren über meinen Ton hier und ich hoffe trotzdem, das Video regt zur Diskussion an. Ich bin mal sehr gespannt, was eure Ziele sind. Stimmt ihr zu? Ist es oberflächlich, wenn man sich nur um die Optik kümmert? Kümmert ihr euch selbst nur um die Optik? Wollt ihr nackt gut aussehen? Oder stimmt ihr dem zu und sagt, so ein wahrer Challenge ist es eigentlich nicht. Ich werde das jetzt auch mehr an Zahlen manifestieren. Das bedeutet, eigentlich könnt ihr ja zum Beispiel die Zahl machen, ich will 15 mal die 120 Kilo Bankdrücken machen. Dann habt ihr auch eure objektiv tolle Plakette. Nun ja, lasst es mich wissen. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Und jetzt verabschiede ich mich. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.